Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Ich habe jetzt seit ungefähr 1,5 Monaten kein Silent Hill mehr gespielt. Weil dies meine erste Folge ist tatsächlich nach meinem Urlaub. Und ich habe keine Karte gefunden. Das geht ja schon mal gut los. Und ich muss erstmal wieder klarkommen, wo wir hier überhaupt sind. Wartet mal, ich glaube. Genau, wir hatten hier Zombies gekillt. Hier war doch noch die Sache, glaube ich, mit dem Safe, oder? Wartet mal. War die Sache hier irgendwo? Ich glaube schon, Leute, weil, wie gesagt, seht mir ein bisschen nach, wenn ich noch ein bisschen verpeilt bin hier. Ich habe es wirklich lange nicht mehr gespielt. Was? Ein Zettel an der Tür. Gucke ich mir alles später an, wie gesagt. Ich würde ganz gerne nochmal da an die Stelle mit dem Spind da zurück. Also, beziehungsweise mit dem Safe. Wisst ihr, wie ich meine? Lieber Tim, ich muss etwas erledigen, deshalb gehe ich aus. Da steht noch was drauf. Ich habe den Hausschlüssel bei Onkel David hinterlegt. Du weißt ja, wo er wohnt, oder? Der Schlüssel ist im Zimmer neben der Treppe im ersten Stock. Ich bin so bald wie möglich zurück. Also pass bitte auf das Haus auf, während ich weg bin. Also hier ist scheinbar jemand weg. Wie gesagt, ich muss jetzt wieder reinkommen. Ich bin gerade so lange draußen. Ich merke das gerade. War das nicht hier im Safe? Nee, das hier ist nochmal so ein Müllraum. Ja. Das ist nochmal so ein Müllraum. Okay. Die ist kaputt, wie es scheint. Okay. Ja. Ich habe mich gut entspannen können, oder? Das ist gut so. Ich hoffe, ihr habt die Zeit auch einigermaßen gut überlebt. Den Januar. Ich meine, soll ja ziemlich kalt hier gewesen sein, nicht wahr? So, was haben wir denn hier? Ich glaube, das war das doch, oder? Wartet mal. Das, da, genau, da wollte ich doch hin, Mensch. So, da haben wir jetzt diesen Safe. Wartet mal, wie komme ich denn jetzt hier? Okay, wir haben doch hier so eine Notiz, glaube ich. Laufwerke, okay, nee, das war das. Aus dem Portemonnaie. Da muss man da immer in die Küche gehen. Wartet mal, da war doch hier hinten. Da, hier war doch dieses Portemonnaie, genau. Ha! 9, 10, 3, 8. So, ich habe jetzt nämlich auch eine Idee, wie das funktionieren kann. Man muss einfach die Pfeiltasten, wie sie da stehen, nutzen und nicht wie das Teil sich dreht, weil das Teil dreht sich ja andersrum. 9, 10, 3, 8. So, dann probieren wir das doch jetzt noch. 8. Hier. So. Aha, seht ihr? Also 9. Dann so rum nämlich. 10. 3. 8. So rum nämlich. Ha! Seht ihr? Wir mussten es einfach andersrum drehen. So, was haben wir da drin? Pistolenmodi. Okay. Aber das war's schon. Okay, aber cool, dass wir das hier mitgenommen haben. Pistolenmodi auf jeden Fall. Das heißt, munitionstechnisch 90 Schuss ist jetzt nicht das Verkehrteste. Ja, cool, Freunde. Okay, dann haben wir den Bereich ja endlich abgehakt hier mit dem. Was war das? Egal. Mit dem. Hier geht es sowieso nicht weiter. Okay. Mit dem Safe so. Okay, ja. Draußen ist es zum Glück hell. Sonst würde ich mir jetzt wieder die Hose machen hier. Aber das kann ich als erstes in der ersten Aufnahme darüber
nicht gebrauchen. So, man könnte jetzt hier das Stockwerk wechseln. Die Frage ist, haben wir alle Türen gecheckt? Das ist jetzt die Frage. Ist jetzt auch die Frage, wo wir herkommen, ne? Genau, hier kommen wir her, hier war dieses blaue Teil. Okay. Dann schauen wir doch hier mal. Kaputt. Da ist gar nichts. Hier steht diese Zettel dran. Okay. Hier waren wir. Die ist kaputt. Ja, die sind ja alle kaputt hier, ne? Die Türen. Und die ist abgeschlossen. Okay. Das heißt, wir müssen da auf ein anderes Stockwerk. Okay, aber nicht in diesem Müllraum, sondern hier die Tür daneben. Ja, dann hoffe ich, dass auch soundmäßig soweit alles passen wird. Jetzt hier mit dem... Was ist das denn? Achso, das ist unsere Katze. Jetzt hier mit dem Let's Play und so. Ich hatte ja da so meine Problemchen. Okay. Okay, es ist trotzdem gruselig, auch wenn es hell draußen ist. Achso. Ich dachte, das wäre jetzt dieselbe Küche noch einmal. Aber nein. Das ist tatsächlich eine andere Küche. Gibt's denn hier irgendwas für uns? Ich meine, wir sind ja auf der Suche nach einem Weg zum Park eigentlich, ne? Im Bücherregal ist nichts, das aussieht, das könnte es nicht sein. Okay. Alles kaputt hier. Wer? Alles dreckig und kaputt. Okay, das kann man das geht bestimmt... Nee, das ist alles. Da ist doch... Ach so. Speichern. Ich kann hier eine Schnellspeicherung machen. So. Das Schloss ist wohl kaputt. Aber das hier geht doch bestimmt irgendwann auf. Da ist klar, was dahinter. Wir wollen uns erschrecken irgendwann. Ich merke das schon. So. Okay. Also, sonst ein Raum, wo gar nichts ist, außer ein Speicherpunkt. Ja, okay. Gut. Nehmen wir das einfach mal so hin. Ah, guck mal. Aber das... Nee, das kann ich vergessen. Okay. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Dankeschön. Ist nochmal so ein Müllbereich? Da ist eine Karte, oder was? Nee, das ist gar nichts. Okay, das ist gar nichts. Aus dem Exit sind wir gekommen, ne? Okay, ja, sind wir gerade rausgekommen. Ja, ich hasse das immer, wenn zwei Richtungen zur Auswahl stehen. Und man dann nicht mehr weiß, in welcher Richtung man nochmal war. Was? Die Tür lässt sich nicht öffnen. Irgendeine Macht hält diese Tür von der anderen Seite geschlossen. Aha. Wow, okay. Da ist ein Gegner. Wartet mal. Ich glaube, den können wir ja hiermit nochmal kaputt machen. Ja. Hallo? Ja. Genau so. Hau weiter drauf hier. Los. Hau weiter drauf, oder? Nee, der ist schon kaputt. Das ist ein Mannequin-Monster, glaube ich, oder? Wieso hießen die? James, das hast du gut gemacht. Du hast nicht von ihm treffen müssen. So, die können wir auch nicht öffnen. Ist alles zu. Alles zu. Okay, das macht es zumindest ein bisschen einfacher für uns. Gut, dann guckt man hier auf der Seite. Ist auch kaputt. Alles kaputt hier. Mensch. Gott. Ich mag diese Musik nicht, die hier ist. Die ist ekelhaft. Okay. Da ist schon wieder so ein Mannequin-Monster hier. Und weg damit. Hau einfach drauf. Und einmal drauf treten. Genau. Stimmt, das war ja hier so. Ne? Man musste einmal drauf treten. Ne?
gar nichts. Wie jetzt? Außer kaputte Türen und... Ach doch, hier. Ist auch kaputt. Okay. Sonst ist hier gar nichts scheinbar. Auf dieser Etage. Alles kaputt. Das heißt, da können wir nicht rein. Okay, da müssen wir einmal... Können wir raus? Ich kann die Tür nicht öffnen. Okay, das ist schlecht. Ich würde gerne hier raus. Aber okay, da müssen wir einmal zum... Ah, guck mal. Ah, perfekt. Das haben wir doch die Karte, Mensch. Na also. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir können... Hä? Blue Creek Apart... Aha. Apartments West. Ah, der hat die nebeneinander... Ah, okay. Der hat die nebeneinander gelegt, jetzt die Karten. Alles klar. Ja, cool. Das heißt... Ist einfach mal gar nichts. Warum ist hier einfach mal gar nichts? Ja, und... Zum Glück haben wir die Karte gefunden. Weil dann... Ja... Ja, wartet mal. Da ist noch eine Tür, glaube ich, die hatten wir noch nicht gecheckt. Die Raum 209. So, das ist das mit dem Gekritzel. Ich habe den Hausfuß bei Uncle Levitt hinterlegt. Weiß ja, wo er ist. Im Zimmer neben der Treppe im ersten Stock. Okay. Das heißt, wir müssen einmal runter. Neben der Treppe. Alles klar, das heißt, wir müssen noch mal einmal runter, tatsächlich. Okay. Ja, vorher machen wir das doch. Ich will nicht wieder hier rein. Ich verstehe es exit. Ich will ja generell raus, das ist mir ein bisschen zu behaglich. So, okay. Der Zimmer neben der Treppe. Was ist denn hier, ne? Nee, das ist nur so... Okay, wir müssen weiter. Ist klar. Okay. Hier 109. Irgendeine Macht hält diese... Ja, wo geht's denn dann weiter? Sagt mal. Die sind alle abgeschlossen, die anderen. Irgendeine Macht. Ach, wartet mal. Ah, unser Vogel wieder hier. Sonst so Uhr. Wir gehen einmal ins zweite Stock nochmal und dann möchte man diesen anderen Zugang zum Treppenhaus mal probieren. So, weil in der Hoffnung, dass wir da ja was finden. Aber hier auch, ne? Das ist abgeschlossen, ja, toll. Super, ganz toll. Haben wir hier sonst noch irgendwie was? 3F, da kommen wir noch nicht hin. Da ist ja geblockt. Und was sonst irgendwas hier? Schnapp, Radio. Foto und Brief von Mary. Saft und Dosen. Münze, Schlange. Was ist das? Trinken wir mal einen. Komm. Das ist hier wieder besser. Sonst haben wir nichts. Was ist noch irgendwas vergessen vielleicht? Ich gehe nochmal in dieses Zimmer ganz geradeaus durch. Geradeaus durch und dann links, beziehungsweise rechts von unserer Seite. Da muss man doch irgendwas machen können. Weil sonst weiß ich gerade nicht, wo es die weitergehen soll. Verdammt, die Indie ist fast leer. Das ist jetzt unpraktisch für die Aufnahme, aber okay. Muss ich gleich mal aufladen. So, was hat's denn jetzt hier mit auf sich? So, so, wir sind jetzt hier unten drinne. Hier, wartet mal. Dass man hier rein kann? Nee. Da macht er auch gar nichts, ne? Er macht hier nichts. Warum nicht? Okay.
Hier sind zwei Türen, aber die eine ist irgendwie zu. Hier die andere ist offen, ne? Okay, dann wartet mal. Hier. Nee. Doch. Ist hier noch eine... Ist hier noch irgendwo eine... Hä? Nee, hier ist eine Dead End. Hier ist nichts. Kaputt, kaputt. Hier ist gar nichts. Hä? Ich glaube, ich bin jetzt gerade aber ein bisschen verwirrt tatsächlich, was wir hier machen müssen. Ohne Scheiß. Hier auf diesem Stock auf jeden Fall nichts mehr. So, da vielleicht noch irgendwas, aber da ist auch alles zu. Nee. Wir haben ja nur die beiden Etagen, das heißt, wir müssen nochmal zurück. Die Frage ist, wo war das jetzt nochmal? Wir sind zurück. Warte mal, das müsste doch... Nee. Hä? Ich bin verwirrt von... Wir müssen irgendwie rauskommen, tatsächlich. Aber die Frage ist, wie? Ist das die gleiche? Ja, das sind die gleichen. Okay. Weil ins dritte Geschoss kommen wir nicht, weil da irgendwas abgeschlossen ist. Ja, scheiße. Machen wir da? Wartet mal, da ist ein Punkt markiert. Nee, aber das war nur dieser. Wie kommen wir hier jetzt weiter, Freunde? Das ist alles sehr merkwürdig. Ist hier irgendwie durchs Fenster raus? Nee. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, auch nicht wirklich. Okay, wir sind jetzt hier in dem Raum mit dem Safe. So. Waren wir doch hier in die Küche gekommen. Und irgendwo hier konnte man doch raus, da übers Fenster. Was soll diese Musik hier? Ach genau, wartet mal. Ich stehe angeblich genau davor. Aber kann nicht. Doch, okay. Okay, okay, okay. Ja, wunderbar, Mensch. So, das heißt aber dann auch. Ist jetzt wieder auf der anderen Seite, ne? Aber wie kommt man? Im zweiten Geschoss? Kommt man vielleicht oben rein? Nee, auch nicht. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen doof. Ich guck doch mal, ob da irgendwas beim Kreis ist. Ansonsten fällt mir da tatsächlich gerade nichts mehr zu ein. Hier war das doch, oder? Ja, Gold, richtig. War denn? Ah, guck mal da. Da ist ein Müllschlucker. Irgendein seltsamer Abfall steckt in dem Loch fest, ja. Super, aber. Eine ganz normale Waschmaschine. Okay. Was müssen wir hier machen? Was Interessantes. Okay. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, was soll das? Ihr habt diese Schlangenmütze, ne? Dass man die Schlangenmütze irgendwie hier verwenden muss bei dem Ruf? Ich habe keine Ahnung. Wartet mal. Diese Schlangenmütze, ja. Prüfen. Große Münze, die eine Schlange zeigt. Ich fand sie im leeren Schwimmbad. Ja, super. Aber... Wo komme ich hier weiter?
Leute, ihr wollt mich verarschen, oder? Ich wurde noch nie gesagt. Das ist so, das ist so. So, da komme ich nicht hoch. Da unten ist alles zu. Nee. Nee, warte mal, ich gehe nochmal zurück. Das muss doch hier irgendwo sein, warte mal. Geh nochmal zurück, bitte. So, ja, wir müssen irgendwas sehen. Ja, das kann man nicht überspringen. So, wir müssen ja irgendwas hier übersehen haben, das kann doch nicht sein. So, einmal raus hier. Und dann gucken wir nochmal in dem Raum. Ich lese mir noch diese Notiz durch, das kann doch nicht sein. Im Raum neben der Treppe. So. Den Hausschlüssel bei Onkel David, du weißt ja warum. Der Schlüssel ist im Zimmer neben der Treppe im ersten Stock. So, im Zimmer neben der Treppe. Im ersten Stock. Aber da oben. Da guckt man ja auch nicht rein. In das Zimmer neben der Treppe. Das ist. Die 101. Die 109, da komme ich nicht rein. An die 101 komme ich aber auch nicht. Vielleicht bei der Treppe selber. Das kann ich sehen. Sorry, wenn ich jetzt hier ein bisschen rumirre, aber es gibt ja keinen Hinweis oder so. Ne? So, im Zimmer neben der Treppe. Das ist hier vielleicht irgendwo hinten oder so? Nö. Zimmer neben der Treppe. Ersten Stock. Ach, wartet mal. Amerikanisches Kartensystem. Zimmer neben der Treppe im ersten Stock. Das hier ist der. Okay. Das heißt, wir müssen wieder hoch und da über mal gucken. Zimmer neben der Treppe. Raus hier. Das wäre schon cool, wenn wir das selber rausfinden könnten. Das ist ja verriegelt hier. Hier ist ja alles zu. Und wenn wir hier neben die Treppe gehen, dann kommen wir zu der Notiz. Im Zimmer neben der Treppe? Ja. Hier ist ein Schlüssel drin. Aber warum? Onkel David. Warte mal, kann ich hier vielleicht irgendwas noch. Tür kaputt. Abgeschlossen, ja Mensch. Aber vielleicht meinen die mit dem ersten Stock doch das Erdgeschoss. Ah, wartet mal, in der 105 vielleicht. Vielleicht meinen die das mit neben der Treppe. Gegenüber der Treppe meinen die vielleicht. Dass das wieder kacke übersetzt worden ist. In der 105 hier. Ich meine, hier war ja nur der Speicherpunkt. Ach, oder? Vielleicht. Ich bin mir wirklich unsicher. Ist hier irgendwas? Ne, dass ich eben nicht. Ah, guckt mal. Auf dem Tisch ist etwas geschrieben. Drei glänzende Münzen in fünf Löchern kommen zu liegen, an dem einen Ende der Verführer vor ihr lauert. Von ihr lauert. Der Wind hinter der Frau hervorspiegelt und ihr Haar lässt fliegen. Die formlose Mühe am weitesten liegt von ihr und mich dauert der Alte nicht neben der Schlange. Ach, die Schlange. Okay, sonst ist zur Linken der Gefangenen, wo er zu liegen kommt. Auf dem Tisch gibt es eine Reihe von fünf Vertiefungen mit einem Durchmesser von 2 bis 3 cm. Das heißt, wir können diese Schlangenmünze hier einsetzen. Lassen wir mal, kommt. Das lassen wir mal. Das Bücherregal ist nichts. So, aber hier ist doch.
Müssen doch hier irgendwas. Hier kann man doch rein, erzählt mir doch nichts. Schloss ist kaputt. Schloss ist kaputt. Hier kann man doch rein. Da kann man doch rein, erzählt mir doch nichts. Da ist doch was hinter. Ja, ich bin tatsächlich überfragt. Nee, das macht er ums Verrecken, nicht hier. Okay. Ist ein Lichtschalter? Nein. Okay, da sind wir hier in der Folge meistens noch rumgeirrt. Ja, super. Hier muss doch irgendwo der Schlüssel drin sein. Ja, hier vielleicht, ne? Aber jetzt hier haben wir nur eine Münze für. Warte mal, ob sich das öffnet, wenn. Drei Gänse müssen in 50 Sekunden zum Liegen. Kaum muss man weiteres liegen. Der Alte liegt nicht neben der Schlange, die sich sonnt. So. Die Schlange, die sich sonnt. Dass man hier vielleicht nur den Schlangenteil nach rechts irgendwie. Da passiert gar nichts. Okay, vielleicht die zweite von rechts. Ja, wir brauchen 5 Stück, das ist klar. Aber ich frage mich echt, wo der Schlüssel ist. Von daher. Ja, Freunde, dann tut es mir leid, da wird diese Folge ein bisschen kürzer tatsächlich enden. Ich habe keine Ahnung, ja, was das soll jetzt gerade hier, was wir nicht weiterkommen. Gut, ich werde mal ein bisschen was, ja, ich werde mein, ich werde meine, mein Schauen in das Löwenbuch werde ich jetzt benutzen, dieses Projekt. Das heißt, ich werde mal gucken, wo es hier weitergehen soll. Und genau, damit wir hier nicht weiter rumirren. Gut, Freunde, würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mal doch mal gerne ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier hoffentlich weiter geht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.